Sag, Bro. Ja, was los? Mir ist gerade langweilig, oder? Ja. Ist gut. Komm mit in die Syrie. Wir machen, wer ist das? Los Santos sucht den Superstar. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich schicke dir Santos. Okay, alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Machen wir Jury im Stehen, oder was? Hey, Bandi, du Bandi! Hey, Bandi! Grüß dich! Ich weiß gar nicht. Du, ich, Sepp, Kalito, Sosa... Das Mist wieder hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Zweiter. Hey, fahr du Wichser, was geht noch? Ich ruf Toni an! Hast du Toni seine Nummer auf ihm an? Braucht ihr noch einen in der Jury? Ja, komm, auch Jury. Wir bräuchten noch einen Talentlosen, Farod. Konntest du dich nicht anstellen? Ja, Bruder, ich hab kein Talent, das wäre das. Ja, deswegen sag ich's ja. Ihr seid nicht mehr so hip, Banditen, Toni. Und alles klar bei dir, Sepp? Bei Jalen. 2023, er sagt hip. Okay, wir sind... Was? Du und alle 2023, scheiße, Sepp. Komm klar, Mann. Komm klar, Sepp. Du hast nicht mal Riss, Sepp. So, der erste Kandidat kommt, Jungs. Hallo, stell dich mal vor. Lucius. Hallo, ich bin Lucius Lyon, bin 28 Jahre alt und ich bin Sänger. Hallo, Luis. Was hast du denn mitgebracht? Also, ich kann euch ein paar Songs von mir anmachen, aber wenn ihr wollt, kann ich auch freestylen und auf dem Beat einfach. Mhm. Ja, mach mal auf dem Beat einen Freestyle. Okay, mach mal. Für wen hast du die goldene CD genommen? Darf ich das nochmal aussuchen? Ich hab's vergessen. Ja, geh nochmal raus und such schnell. Ich schaue dich an und du hast mir verstanden. Jemand ruft mich gerade nur an. Das ist ja gut. Ich nee, schlecht wieder. Nee, ist krass. Baby, ich steh, ich weiß, denn du wurdest schon gefickt. Sag mir jetzt nur eins, was du meinst, du bist nur meins. Okay. Ich würde einfach mal sagen, Kalido, fang du an. Von mir ein Ja. KJ, can you use your spells, please? Mhm. Sepp, mach so weiter. Also, meins war es jetzt nicht, für mich wäre es eher ein Nein. Was? Ich bin euch ehrlich, mich hat die ganze Thema abgefuckt beim Anrufen, ich muss mal mein Handy auf. Keine Ausreden jetzt, bleib mal hier. Du hast Text abgelesen, Junge. Bleib mal hier. Und dein eigenes Song, Text abgelesen. Er braucht 4 Jahre, ne, damit der Wetter kommt. Edis, was sagst du denn? Edis? Warum verwechseln mich die Leute immer mit diesem breiten, gut aussehenden Typen? Ich verstehe das nicht. Bis auf gut aussehen passt alles. Boah, wie ich sag dir ehrlich, Bruder, der Beat war brutal. Der Beat war richtig, richtig geil. Und ich fand den wirklich krass. Das war's auch schon. Also du warst scheiße, aber der Beat war geil. Was ja oder sagen? Nein? Nein. Okay, bei mir gibt es, also ich sag dir ehrlich, du hast dir Mühe gegeben. Und ich glaube, dass nur noch Scheiße kommt. Deswegen gebe ich den ja. 2-2. Tony! Bandi! Ja, ich muss dir offen und ehrlich sagen, es hat kurze Zeit bei mir so ein bisschen wie früher ausgelöst, dieser User. Wie hieß er? Yusha? Ascha, du meinst ein Ascha? Ja, Verzeihung. Ascha, und ich sag mal so, mit dir wären meine Blumen nicht eingegangen, also von mir kriegst du ein Ja. Ja, hab ich schon gesagt, Schotter, das probier. Das war zurück back in die 2000s, Mann. Ja, dieser R&B-Beat hat mir gefallen, dein Stimme hat mir gefallen. Ja. Einziger Minuspunkt, dass du Text abgelesen hast von deinem Handy. Du sagst, du wirst angerufen, ich glaub dir nicht. Aber auch an den Aspekt, weil ich nicht weiß, was noch kommt, es gibt dir ein Ja. Ja, sehr schön, Toni. Das ist mein Bruder. Okay, du bist eine Runde weiter. Du kannst dir bei Kalito den Record hinlassen. So, kommen einmal deine Raumbrache hinten. Der Akzent ist voll geil. Glückwunsch! Dimi, blamier mir jetzt ja nicht meinen Platz, sonst gibt's ganz schnell Platz. Dimitri, du Löwe, denk dran, was ich dir letztens beigebracht habe. Ja, cool. Genau. Jo, ich bin Big D und jetzt hältst du deine Fresse, sonst zieh ich meine Waffe und steck dir so hart in den Arsch bei dir rein, bis du nicht mehr richtig reden kannst. Boah, der Schlimmi. Dimi. Mein Löwenland. Jo, Toni, ich weiß, du gehörst vielleicht zu meinem Freund, aber rede nächstes Mal nicht so frech, sonst stecke ich meine Waffe dir in den Arschloch rein. Und so tief stecke ich dir die Waffe in den Arschloch rein, dass du nicht mehr reden kannst. Sehr schön, auf Wiedersehen. Ich glaube, Jungs. Darf ich nochmal? Ich bin das Gesetz. Vielleicht. Ey, Loco, was geht? Dimi. Ja. Dimi, kannst du noch einmal Bande beleidigen? Denk dran, er ist ein Polizist, okay. Du bist von dem Platz. Du bist von uns. Jo, du bist ein mächtiger Polizist. Halt mal deine Fresse, wenn ich mit dir rede. Sonst stecke ich auch dir gleich meine Waffe in den Arsch. Alter. Yes, geil, Alter, Motherfucker. Street. Bis er nicht mehr reden kann. Yeah, Freestyle, man.
Du weißt yeah. Bescheid, ich bin Big D, Motherfucker, auf ganz anderen Dreh. Ich mach schon ein bisschen MC Boogie. Ah, geil. Also von mir auf jeden Fall, also ich glaube, alle haben ja, oder? Ja, alle, ja. Du bist auch mal da rein. Eine Verbesserung. Von mir gibt ein Nein. Dimitri. Big D. Dimitri. Du hast wieder das Wort vergessen, was ich immer beibringe. Das darf nicht nochmal vorkommen. Ich, ja, Rapper, genau, jetzt kannst du gehen, mein Bruder. Meine Freunde, mein Name ist Alvaro La Flus. Und ich habe einen Song geschrieben für eine Frau, die ich in einem Club kennengelernt habe. Wie schaut sie mich an, Mann, da wird man doch krank. Sie zieht mich sofort in ihr Band. Ich gucke auf ihr Arsch, ups. Sorry, Madame. Sie sagt, es ist nicht schlimm, meine Augen sind Bernsteinfarbe, das kommt bei ihr an. Sie sagt, dass sie chillt. Wir fahren Amsterdam. Das heute meine Queen, nur du und ich und ein Beutel mit Weed. So gut wie nie, dass sowas gibt. Eigentlich bin ich in Beute verliebt. Schimmappel, komm an die Tapelle. Kein Endlos, ich baue mit L. Was ist das für ein Fahrstuhl? Kauf ich dir Pelt. Komm, steig ein, ich zeig dir die Welt. Kannst du kurz aufhören? Bitte, Jungs, bitte, ja. Ja, ja, gerne, Bandi, alles gut. Also, ich hab einen kleinen Jungen zu Hause, ne, der ist 19. Ich betit den immer als Bastard. Aber das Ganze überdenke ich mir nochmal, wenn ich deine Stimme höre. Weil das, was das ist, war, also das war es nicht. Dass du schon mal Bescheid warst. Ja. Ja, also nein, Bobo? Ja, ja, das. Erzähl dich, mein Alter, und geh los, in den Club. Los, verpiss dich, du Stück Scheiße. Ja, das war aus Versehen, Mann. Geh verliebt in Club. Verliebt er sich in irgendwelche Schlampen. Kannst ja gleich so das Mutter ficken, du Hund. Ja, über meine Mutter nicht, Faru, ne? Nein, nein, alles gut, alles gut. Destiny. Oh nein, oh nein, oh nein. Der größte Alter, was in der Stadt. I love you. Warte mal, Faru. Seit wann können die Arschbacken singen? Das sind, Faro, das ist nicht deine Freundin? Ja, das ist meine Freundin, die Bitch. So. Dann tut's mir leid für gestern Abend, Faro. Warum sagst du alles gut, Mann? Ich muss verstehen, ich bin ein bisschen nervös, denn ich weiß, dass hier ziemlich viele Leute sind, also ihr. Ja, ja. Und ich meine, im Endeffekt, auch wenn ich mein Bestes gebe und euch wahrscheinlich ein Trauma hinterlassen werde, zählt doch nur, dass ich mich hier hinstelle und mich traue. Genau. Richtig. Ich hoffe, das ist ein gutes Drama, ja? Destiny! Ja? Was steht denn hinter dir? Was ist denn da? An der Wand, was steht denn da? Hey, Leute, hey! Hey. Oh, Bandi, du bist ein Löwe, Mann! Guck mal, das ist meine Freundin, Mann! Komm jetzt zurück, Soße! Ja, am besten fängst du heute noch an, weil wenn du weitermachst, kannst du bald Zitate schreiben. Okay, ich hab ein bisschen Angst. Das Lied ist von Backstreet Boys, I Want... Come on, fang einfach an! Ja, mach heute noch am besten. I want it that way, ja? Yeah? I want it that way. Yeah, I want it that way. That way gleich raus. You are my fire, the one desire, believe when I say Buzzer. I want it stop, that Destiny, stop. Destiny. Alles gut, Danny. Passt alles, das ist achtmal ein Nein. Meine Katze weint, Lan. Ich hab noch eine Frage. Destiny. Ich möchte türkisch singen, das war die falsche Auswahl. Destiny, gibt's eine Alternative? Ja, türkisch. Nee, können die Arschbacken singen? Wenn nicht, dann Scherze raus. Komm. Ihr seid alle scheiße. Ja, wir müssen mit Jury gewinnen. Ich soll nicht raustragen, nicht raustragen, Loco. Sonst müssen wir uns nicht gehen. Hab ein, ich bin Pakistaner. Oh, ja, dann freut mich, ich bin Bandi. Und was willst du uns zeigen? Ja, mein Sohn meinte, ich kann ein bisschen Leute imitieren, deswegen wollte ich das mal heute ein bisschen vorstellen. Mhm. Dann hoffen wir, dass dein Sohn nicht lügt. Okay. Was, wen machst du so, wenn man fragen darf? Ja. Was ist das? Warum lachst du? Keine Ahnung. Das war eine Imitation, Sir. Von wem? Ach, von so einem komischen Mann. Wie heißt er? Ist der hier mal rumgelaufen mit einer Jogginghose und Flipflops? Hey, Mario! Ja. Treffen sich zwei, kommt nur einer! Okay, so. Geiler Typ. Kann ich noch ein Talent sagen? Ja, bitte.
Mach das mit Save Them. Ja, also diese Emra. Bondi, das wird mir jetzt langsam ein bisschen zu ausländisch, würde ich fast schon sagen. Also, beruhig dich mal, Sam. Ganz kurz. Mario. Hin. Ja. Wird das Ganze auf Deutsch gebracht oder. In eurer Sprache. Ja, in eurer Sprache, genau, danke. Was heißt denn, ich bin doch Pakistaner, Bruder? Was für Sprache? Ja, aber du, wie willst du nachmachen? Jetzt, wenn jetzt weiter Türken und das ganze Gedöns nachmachst, ist das jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal so. Also, ich würde schon was gerne was Normales jetzt machen. Ja, ich kann auch den Günther nachmachen. Guten Tag, ich bin der Günther. Ich bin ja auch 35 Jahre alt, komme aus Berlin und ja. Mach den Marokkaner. Der Bruder Hula, wie es geht, Bruder? Sorry, der Bruder Hula, Mach Mexikaner. Jetzt den Mexikaner. Doch mal zu, Amigo, ich bin El Grande, Hombre. Ich bitte dich, Amigo. Danke für den Einsatz und ja. Dann immer besser. Das Danke. War super. Du hättest dein Radio abspielen können oder so. Nö. Mann, der ist eigentlich der Talentierteste. Eigentlich war der sehr cool. Ja, aber das war mir jetzt auch wieder ein bisschen zu viel Türkisch hier und Türkisch. Ja, beruhig dich mal jetzt hier. Also jetzt nicht, ob ich das brauche, das reicht mir langsam mit dem Menschen. Das ist ja der Marokkaner rechts, links habe ich das. Sepp, ich verstehe dich. Ich sag ja selber, der Sadio, wenn der besser könnte... Mit dem Uli hätte es nicht gegeben. Wenn der Sadio vielleicht ein bisschen früher die Grundtugenden vom FC Bayern gelernt hätte, hätte man... Der konnte ja nicht mehr aus Abseits, der Full Depp. Deswegen fährt er auch zu der Arabas. Weil da machen sie von rechts nach links, von links nach rechts, sie wissen selbst nicht, wo er ist. Hallo, Ja, sorry. Wir kommen aus dem vierten Zeug. Unser Patron ist der Bitcoin. Immobilien sind kleine Pisse, kein Stolz. Ich sehe schon, sagt kein sehr fickt euch. Für uns hat Origin keinen Wert. Ihr werdet vielleicht gut, wenn ich peinlich werde. Es ist nicht mein Wort von Breitenberg. Und Kevin ist wieder allein zu Hause. Weil sie faust, ich halte es nicht aus. Peinliche Klaus, wir bringen sie zum Laufen. Selbst im Traum kriegst du keine Cloud. Kevin braucht nach diesem Song eine Pause. Blut tropfen auf das Trikot. Du wirst gejagt von Kalito. Hab Zeit, hab Zeit. Let's go, ich komm mit Diego im Müller. Pack, du kannst stören dein Ego. Guck deine Mannschaft zerfällt zu wie Dego. Kevin am Ritzen, als wäre er Nemo. Kevin, was sagt der da? Nach so einem Marsch. Ich klalle gleich ab, warte. Du bist eine Plage und hängst seit Tag als der Soße sein Arsch. Ich schmeck dir das, wow. Du bist ein Gag, kein Ghetto-Boy. Er wiegt am Bild von deinem Mann, doch trotzdem bleibst du Soße treu. Wie schmeckt dir das? Du bist ein Gag, kein Ghetto-Boy. Er pickt am Telefon von deinem Mann, doch trotzdem bleibst du Soße treu. Obwohl ich dich jetzt gleich, wenn ich rausgehe, werde ich dich auf jeden Fall ficken, ja? MOB wartet draußen auf dich. Aber ich bleib hier neutral, Homie. Was gut, Kaiser. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich dachte am Anfang irgendwie, deine Stimme war irgendwie, der Beat war lauter als deine Stimme. Das hat sich aber dann gelegt. Ich hab mal eine Frage, was hast du als zweites, wenn du weiterkommst? Ja, das war ja eine Überraschung, lass es mal machen, das war ja geil. Ja, safe, Bruder, der hat immer was. Du musst laut reden, ja? Wenn du redest. Okay, also von mir auf jeden Fall ein Ja. Ich fand den Song gut, aber die Sache ist, dass es Playback war. Ich hab wenig die Live-Stimme rausgehört. Aber das ist heutzutage so, Tony, das muss man sagen. Ah, ja, okay, dann gebe ich trotzdem mal. Heute ist mir der Turn-Up wichtig, weißt ja gut. Ich bin heute mit Verstopfungen aufgestanden, aber nach der Performance hat sich das Ganze gelöst. Also, wie gesagt, ich fand das ganz gut, ihr seid hip, von mir kriegt ihr ein Ja. Aber was habt ihr noch einen Song, wenn ihr gleich rausgeht? Ja, ich brauch was zu essen. Hat jemand was zu essen? Was ist denn das wieder? Was redest du? Ja, wow. Ich hab, Bruder, sag mir. Also, von mir kriegt ihr ein Nein auf jeden Fall. Nein. Echt jetzt? Ja, der kriegt einen von mir. Oh, Taro, also, hast du noch DJ Sonst Bobo, was hast du gesagt? Ich hab Ja gesagt. Ne, was hat der mit roten Haare gesagt? Sag nicht so, der mit roten Haaren, der hat einen Namen. Sorry, ich weiß deinen Namen nicht. Fixer, Kevin aus Kreuzberg. Cody, mehr, Codein. Nee, Toni. Toni, was hast du ihm gegeben, Toni? Ich hab einfach Ja gesagt. Oh je, meine Bruder. boah, ich sag euch ehrlich, Leute. Bei so krassen Rap-Skills... Da kann ich das als Profi-Rapper nicht bewerten. Da gibt's einen, der das besser bewerten kann. Warte, ich hab seine Nummer, ich ruf ihn an. Shalom, Bruder, was geht? Ich küsse dein Herz, Abi. Was geht, Mais, Bruder? Ihr hat gerade krass 8-0 gerappt. Du hast das bestimmt verfolgt. Fame or Shame live, Bruder. Was gibst du diesem 8-0? Bruder, ich küsse dein Herz. Der Bruder hat Mutter gefickt auf Süß so. Walla, gönn dem sein Hack. Mach nicht diese selben Filme wie ich bei Maestro, Bruder. So, auf Süß. Und... Lass den Keck einfach weiter, Bruder, auf süß, Walla. Wenn ich jetzt dahin komme und rappe, dann fick ich sogar Travis Scott, seine Mutter, du weißt, Bruder. In den Adern gefriert Tränen, das Strada, ja. Mesto sei ja Sukada, Mesto ja Sukada. Ja, okay. Danke. Leg auf, Mann. Ja, okay, danke, Mais. Oh.
Aha. Oh, oh. Ja, seid beruhigt dich doch mal. Wartet ganz das kurz, kann Sepp. Nicht wahr sein. Sepp, was sagst du dazu jetzt? Sympathisch, ich bin ja sowieso ein Freund von Internationalität. Super. Super. Ja. Toni, ist es dein Cousin da rechts oder was ist das? Mein Name ist Bartesch und das ist mein Bruder Cash. Mhm. Und was könnt ihr? Also, wir können Songs machen innerhalb einer Sekunde, während ich singe, spielt mein Bruder Gitarre und ihr schmeißt irgendwelche Wörter in die Luft und ich singe die direkt in einen Song rein. Okay, ich würde sagen, jeder macht zwei Wörter von uns. Dann fangt ihr mal von links. Okay, einmal Mitten im Song. Mitten im Song? Ja, war natürlich. Da bin ich jetzt aber gespannt, mein Bester, okay. Wie er Flitzebogen. Ja, ich warte bei der neuen Nummer. Ist das Tenergy? Yeah. Den kennen wir doch, oder? Gib mir das erste Wort. Kreuzberg. Ich fahre heute nach Kreuzberg. Ich fahre heute nach Kreuzberg. Heute, ne? Nur für dich, Baby. Ich fahre heute nach Kreuzberg. M.O.B. M.O.B. ist ne Gang und ich fahr mit ihr. Baby, nein, nein, du hast nicht so voll kapiert. Toni, jetzt es ist hart, der schon wer ist jetzt dran? Toni. Partysau. Ey. Ich bin eine Partysau, schalala, Partysau. Ich mach montags blau, liebe alle Frauen. Bitte! Was? Bitte! Titte, ich hab Titte verstanden, ich hab keine Ahnung, was soll. Ey Baby, komm mal mit und ich weiß, du hast ein Groll. Batman! Ich bin der Batman, Baby. Ich fang dich weg von Joker. Baby, ich mach ein Gesicht, es ist Pokerface. Scheiß auf Joker-Race. Ich hör dich nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber mein Bruder Cash ist wirklich Lash. Und ich weiß nicht. Malle Kalle. Oh, Malle Kalle. Alle, alle. Es sauft alles auf. Jeden Tag. Oh, Malle. Oh, Kevin Stildo. Kevin Stildo ist sein kleiner Schwanz, was seine Mutter ich gefickt hab. Kevin. Hanga. Ich fick deine Mom in Seven. Yeah. Hoffentlich weiß ich schon, was ich sie geht, trägt ja. Ein großer Tanker. Scheiße, yeah. Mann. Yeah. Farut. Achso, oh, weiter. Also, ich hab deine Mutter nicht beleidigt, Kevin. Ja, ich hab deine Mutter nicht beleidigt. Geht's nicht weiter? Gitarre leer oder was? Achso, die machen das. Ah, weißt du, wir haben noch mehr drauf. Wir wollen nicht direkt in der ersten Runde alles. Aber wir wollen auch noch ein paar Wörter. Sepp hat ein paar gute Wörter sich ausgedacht. Aber das dauert zu lange. Jungs, wir haben 50 Leute drauf. Richtig. Okay, Jungs, seid ihr für ja oder für nein? Das sind 50. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, okay, ja, dann weiter mit dem Song. Oh, was passiert hier denn jetzt? Beruhigt euch, Jungs. Ey, beruhigt euch, da ist meine Freundin wieder. Wer ist denn das mit dem Arsch? Wie viele Freundinnen hast du, Mann? Das ist Katalea, das ist meine Freundin Nummer 2, hört auf. Ja, Katalea, bei mir ist das meine. Okay, Jungs, jetzt macht auf, wir haben keine Zeit. Wie, das ist deine? Die schwarzen bestimmt zuerst. Meine, Homie. Wie? Das ist auch meine. Lass dein Homie. Ja, alles gut, können wir machen. Nur sporadische Frage, gibt's auch unter den Ladies eine Deutsche unter euch? Ja, ich hab auch gehört, das ist voll die KitKat-Bitch. Ich weiß ja nicht, wie lange habt ihr das geprobt? 15 Minuten. Ja, sieht man. Also von mir nein. Das wären zu viele Autos. Also das war jetzt nicht schlecht. Ich würde jetzt mal ja geben, aber nur weil ich vorhin mit Joy bis jetzt zweisam gehalten und der Platzhut hatte ansonsten schwer. Okay, ja, passt, ihr seid weiter, ihr müsst einmal in den Raum da links, bitte. Geil. Links. Perfekt. Ja. Toni, geil. So sah nicht flirten. Ja, war halt geil. Oh. Wie findet ihr meine Freundin? Die sind stabil, ne? Außer die eine, die wo am Anfang nicht singen konnte, die war ein bisschen komisch, aber... Ja, die kann trotzdem. Die einzige Freundin, die du hier hast, Farud, ist die Destiny und das wissen wir alle. Nein, Katalea ist auch meine Freundin. And I cry sometimes when I'm lying in bed. Just get it all out, what's in my head. Yes, yes, nah. What's going on? Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and send me out, I let you ship here. See how I live with every piece of you. Don't send the things that I will do.
Ich bin glaube ich. Ah! Mach einfach irgendwo mitten drin. Rolling auf mein Schwanz. Ah! Da war echt kurz, ich hab mich gefreut. Ja, yeah, aber bis heute. Bros, ich sag dir ehrlich, du hast ein bisschen schwach angefangen, aber dafür stark nachgelassen. Mhm. Aber du hast dich getraut. Und weißt du was? Viele Leute würden sich das gar nicht trauen. Mhm. Also jeder soll die Fresse halten, der jetzt irgendwas gegen dich sagt. So, weil vor so vielen Leuten würde das sich keiner trauen. Ja, wir sind sieben Leute hier, hallo. Ja, ganz genau. Viel Applaus an Bros Ablauf. Bleib mal hier, Cousin, bleib mal hier. Bros. Ja, Mann, Applaus.